Ich bin letzte Woche, als ich was ausprobiert habe, auf eine sehr interessante Option gestoßen, nämlich Apples AU-Plugins, also Audio-Unit-Plugins. Und dabei habe ich festgestellt, dass das auch für uns Logic-User eine sehr interessante Spielwiese sein kann, die uns unendlich viele Möglichkeiten eröffnet. Und das möchte ich dir nicht vorenthalten. Gehen wir gleich ins Projekt. Hören wir als erstes mal kurz in mein Projekt hier rein. Und so weiter. Und Apples AU-Plugins, das sind Apples System-Plugins, also nicht Logic-Plugins, das sind keine Logic-Plugins. Die findest du jetzt auch hier ganz normal im Kanalzug bei Audio-Plugins, ja, wo wir uns auch als Logic-User auch unsere Effekte finden. Und zwar, wenn du hier runter gehst und dann hier einfach auf Apple gehst. Hier sind auch meine Plugins von meinen Drittanbietern drin, die übrigens immer weniger werden. Und hier hast du jetzt diese Plugins, und wenn wir die jetzt hier mal aufmachen, dann siehst du, dass die natürlich relativ gruselig aussehen. Wir sind da jetzt sehr verwöhnt. Man kann die auch nicht größer und kleiner ziehen, das siehst du hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier reingehen, das ist jetzt ein Delay. Das ist sehr, sehr schwierig. Hier steht lustigerweise auch trocken und nass, ja. Wet and dry Mix und so weiter. Und da ist dann immer zwei Ansichten, die auch total unübersichtlich sind. Und deswegen lassen natürlich die meisten Logic-User diese Plugins links liegen, weil wir haben welche, die viel, viel hübscher aussehen und mit denen man ja auch viel schneller und viel übersichtlicher Sachen einstellen kann. Das stimmt fast. Denn ich habe drei Plugins gefunden, die ich zumindest sehr, sehr interessant sind und mit denen du Dinge machen kannst, die du so nicht unbedingt mit den Logic-internen Plugins machen kannst. Und ich fange mal an mit dem ersten, das ich ganz spannend fand, und das ist das Distortion-Plugin. Ich habe das einfach geöffnet und habe da ein bisschen rumprobiert, und du kannst hier sehr, sehr intuitiv damit arbeiten. Ich weiß selber gar nicht, was diese ganzen Parameter bedeuten, aber du kannst mit diesem Plugin recht interessante Distortion-Effekte erzeugen, auch in Verbindung mit Delay-Effekten, die ich finde, die du hier eigentlich ganz intuitiv und ganz zügig einstellen kannst, und dann kann was Gutes dabei rauskommen oder eben einfach auch nicht. Was man hier bei diesen Plugins übrigens auch noch wissen muss, ist, dass du diese Drehregler hier bedienst, indem du die Maus nach links und nach rechts schiebst und nicht wie bei Logic-Plugins nach oben und nach unten die Maus bewegst. Das ist also zusätzlich nochmal sehr verwirrend, aber ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen aus, und du wirst sehen, dass man ganz interessante Ergebnisse hier erzielen kann. Ich mache das hier gerade mal beim Beat. Ich lasse es erst aus und dann schalte ich es an. Und so weiter. Das ist jetzt sehr experimentell. Ich habe jetzt das auch nicht groß vorbereitet, aber du siehst, wohin die Richtung gehen kann. Und das kann man jetzt mit den Distortion-Plugins von Logic nicht unbedingt machen. Noch viel besser ist es aber mit dem zweiten Plugin, das ich gefunden habe. Und das nennt sich New Pitch. Und dieses Plugin finde ich jetzt wirklich super genial. Und zwar kannst du hier pitchen, und zwar zwei Oktaven nach unten jeweils oder nach oben. Und ich finde, das kannst du jetzt, oder so ein Ergebnis, und so schnell vor allem, wirst du gleich sehen, wenn wir uns gleich vergleichen, wirst du jetzt mit einem Logic-Plugin nicht finden. Ich fände es hier auch wieder an auf dem Beat. Was jetzt hier auch ein bisschen nervig ist, ist, du kannst nicht, wenn du hier mit Option-Klick drauf gehst, wie bei einem normalen Logic-Plugin, dann springt er dir nicht zurück. Das heißt, es ist leicht nervig. Du musst hier jetzt hier die 0 immer eintragen, wenn du hier zurückspringen willst. Und wir können das ja auch nochmal probieren, weil ich es wirklich so genial finde. Zum Beispiel auf das Pad. Du hast wirklich blitzschnell super coole Pitch-Effekte. Also du siehst schon, du kannst hier schnell echt super interessante Sachen machen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann man diese AU-Plugins, kann man die auch automatisieren? Ja, das kannst du. Und das probieren wir jetzt mal zu machen. Ich zeichne es hier über Ledge direkt ein. Hier meine AU-Pitch-Kurve. Und ich möchte hier, dass das so ein bisschen
ja, verpeilter klingt mein Drum-Sound hier oder mein Drum-Beat hier unten und zeichne einfach mal jetzt direkt hier ein. Wir gehen hier über Latch rein, dann kann ich das direkt anfassen und wir können die Automation direkt reinschreiben und auch zuschauen. Ich schalte mal die Automationsansicht an und dann geht's auch schon los. Ja, das klingt jetzt schon mal nicht schlecht und damit kommen wir jetzt zum dritten Plugin, das ich auch sehr spannend fand und das ist der EU Bandpass. Das ist nichts anderes wie ein kleiner Bandpass-Filter und du kannst jetzt hier auch, wir können hier den Bandpass hin und her schieben und das ist natürlich jetzt auch, hier siehst du auch wieder, ich kann es also nicht vergrößern oder verkleinern. Ich kann hier ganz einfach die Bandbreite oder die Centerfrequenz regeln. Ja, wenn ich jetzt mal die Bandbreite so ein bisschen größer mache und jetzt könnte ich hier zum Beispiel auch einzeichnen oder direkt in der Automation einzeichnen, um hier noch ein bisschen mehr Spannung reinzukriegen mit meinem Bandpass-Filter. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier reingehe. Jetzt sagst du dir vielleicht, okay, aber das könnte ich jetzt genauso gut hinkriegen oder sogar noch besser oder übersichtlicher mit Logic's internem Channel EQ. Ja, das stimmt wahrscheinlich schon und meistens würde man das auch so machen. Allerdings finde ich oder habe festgestellt, dass gerade bei diesen Apple EU Plugins und zwar insbesondere bei den Equalizer Plugins, dass die etwas anders klingen. Also scheint ein bisschen ein anderer Algorithmus zu sein. Das heißt, du hast ein bisschen eine andere Klangfärbung mal. Und ich fand jetzt hier bei dem Bandpass-Filter tatsächlich fast ein bisschen besser als bei Logic's Channel EQ. Und zum Zweiten besticht es einfach durch seine Einfachheit. Also, und dadurch finde ich, das ist immer auch so ein bisschen so ein Kreativbooster, wenn du mit so einem ganz einfachen Plugin hier nur was machen kannst und nicht an 20.000 Parametern rumfummeln kannst. Übrigens, falls dir diese Tricks hier gefallen und du bist vielleicht neu bei Logic oder für anderen DAW nach Logic umgestiegen und möchtest mehr solcher Tricks sehen, die dir schnell Verbesserungen bringen, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst und wie du Logic für dich individualisieren kannst für deine Arbeit. Das ist ein PDF, hast du dir gleich durchgelesen und kannst es auch sofort anwenden. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du diese EU-Plugins irgendwie schon mal auf dem Schirm gehabt? Ich vermute mal eher nicht. Und wenn ja, dann schreib mir mal in die Kommentare, welches davon du nicht im iPhone, sondern für deine Musikproduktion benutzt hast. Ansonsten bedanke ich mich jetzt natürlich wie immer bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.